Die meisten Kriege werden irgendwann zu Stellungskriegen. Jeder lauert hinter seiner Deckung, ballert ein bisschen herum. Und? Hast du deine Schäfchen auf Linie gebracht? Ich erwarte heute Nachmittag eure Entscheidung, Ansgar. Auch deine? Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass bei eurem Management-Club für höhere Söhne und Töchter mitmache, oder? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Du könntest meinen Vorschlag annehmen. Wenn du Nein sagst, Ansgar, geht der gesamte Besitz an Yakamoto über. Ja, und er wird aus all dem hier einen Vergnügungspark für reiche Japaner machen, die mal ein bisschen Graf spielen wollen. Glaubst du, du kannst da noch ruhig schlafen? Es liegt an dir, ob unser Familienerbe glanzvoll weiterlebt oder klanglos untergeht. Dann heißt es wohl alles oder nichts. Lassen wir es drauf ankommen. Lassen wir es drauf ankommen. Aber eigentlich wartet jeder darauf, dass der andere einen Fehler macht und einen Angriff startet, den er nicht gewinnen kann. Ich will ja gerne zugeben, dass es eine ziemlich nette Idee ist. Eine Familie, ein Gremium, jeder eine Stimme. Jeder, bis auf Ludwig. Der hat zwei. Du auch. Wenn du willst. Wieso das denn? Ich darf die ganze Party doch nur am Ende bezahlen, hab aber genauso viel zu sagen wie all die Burgfräuleins hier. Nicht, wenn du mein Angebot annimmst. Welches Angebot? Es geht um mein Stimmrecht. Du kannst es haben. Solange Philipp und ich auf Weltreise sind, kann ich eh nichts damit anfangen. Und dann überlässt du es ausgerechnet mir? Warum? Naja, ich möchte noch ein Zuhause haben, wenn ich wiederkomme. Nico, das wirst du in jedem Fall. Ludwig blufft. Und wenn nicht, dann gehört die ganze Firma, das Schloss, nicht mehr unserer Familie, sondern irgend so einem japanischen Konsortium. Jetzt hör mir mal zu. Ludwig hängt an der Firma. Genauso wie an diesem alten Kasten hier. Auch wenn er eigentlich nichts zu suchen hat, genau wie der Rest seiner Mischpoke. Ich glaube, du unterschätzt Ludwig. Ansgar, du könntest alles verlieren. Oder du könntest mit Ludwig gleichberechtigt sein. Mit meiner Stimme hättest du die Chance dazu. Was du hier siehst, Ansgar, gehört seit Jahrhunderten deiner Familie. Und damit es bestehen kann, müssen wir zusammenhalten. Egal, was geschieht. Ihr konntet ja ohne mich ohnehin nicht anfangen. Wahrscheinlich der größte Nachteil an Papas Plan. Wenn ich es mir recht bedenke, finde ich das ganz amüsant. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir entscheiden heute über das Schicksal unseres Familienerbes. Es gibt nur einen Weg aus dieser Krise. Wir beenden alle unsere Rivalitäten und finden uns als Familie an einem Tisch zusammen. Wir müssen uns endlich wieder darauf besinnen, was unsere Familie seit Generationen stark gemacht hat. Die Einheit. Also? Wer ist dabei? Hang? Nico? Helena? Tristan? Becky? Sebastian? Ja, ich bin dabei.
bleiben nur noch Tanja und Ansgar. Tanja. Ihr könnt meine 25% haben, Micha. Ich bin dabei. Was hat dich denn gebissen? Wie es aussieht, die Vernunft. Danke, Tanja. Ich weiß, was für ein großer Schritt das für dich ist. Was ist mit dir, Ansgar? Liebe Familie, auch mir ist selbstverständlich die Bedeutung dieser historischen Stunde wohl bewusst. Vor allem angesichts von so viel Einfalt, ich meine Eintracht in dieser erlesenen Runde. Eine Eintracht, von der wir ja alle wissen, dass sie nur höchst schwierig herzustellen ist. Und dennoch. Nein! Ich werde nicht so bescheuert sein, die Konventionalstrafe zu bezahlen, um mir dann von euch allen hier auf der Nase rumtanzen zu lassen. Damit ist die Entscheidung gefallen. Herr Yakamoto wird in einer Stunde hier sein. Macht euch bitte bereit, das Schloss in den nächsten Tagen zu verlassen. Danke. Was glotzt ihr mich denn alle an? Ich hätte sogar auf dem Schloss wohnen lassen, also vielleicht. Komm schon, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht, Nicola. Ich will nur wissen, warum du mein Angebot nicht angenommen hast. Nicola, mir winkt der ganze Kuchen. Warum soll ich mich mit den Krümeln zufrieden geben? Hast du gar nichts von mir gelernt? Die Firma, das Schloss, meinetwegen auch das Gestüt, das fällt alles an Yakamoto, wenn Ludwig die Konventionalstrafe nicht zahlen kann. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als an mich zu verkaufen. Ja, oder an Yakamoto. Jetzt komm schon, der Alte blufft, und zwar ziemlich schlecht. Glaubst du im Ernst, er würde die weichen Kissen opfern, auf denen er sitzt? War das dein Plan? Du zündest den Wald an und versuchst es Ludwig in die Schuhe zu schieben, damit er an dich verkauft? Ich muss doch sehr bitten. Ich bin auf diesem Schloss aufgewachsen. Mein Vater hat die Firma gegründet. Glaubst du, ich würde das alles riskieren? Nico, diese Chance ist mir vor die Füße gefallen. Ich werde sie nutzen. Ich habe viel zu lange drauf gewartet. Alles oder nichts, hä? Alles oder nichts. Fühlt man sich, wenn man sich freiwillig ruiniert? Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Ach, weißt du, meine Kugel läuft noch. Und im Gegensatz zu dir könnte ich mir gut vorstellen, den Jackpot zu gewinnen. Ja, das haben schon viele gedacht, bevor sie bankrott ging. Aber wo sollen wir dann alle hin? Wenn Yakamoto in 5 Minuten das Schloss gehört, dann sind wir doch alle obdachlos. So schnell geht das nicht. Außerdem ist doch noch gar nichts entschieden. Das Papa doch gehört. Er wird Yakamoto alles geben. Ihm bleibt ja auch nichts anderes übrig. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Eurem Vater wird schon eine andere Lösung einfallen. Und ich bin ihm doch gern behilflich. Du legst es wirklich drauf an, oder? Halt dich da raus. Das Spiel ist einfach eine Nummer zu groß für dich. Das ist kein Spiel. Für wen das Ganze eine Nummer zu groß ist, wird sich noch zeigen. Guten Abend. Wir werden jetzt den Vertrag unterzeichnen. Möchte von euch jemand dabei sein? Sie haben doch nichts dagegen, Herr Yakamoto. Nein, überhaupt nicht. Aber gerne, Ludwig. Wer lässt sich schon das Finale entgehen? Bitte schön. Und es gibt Kämpfe, die entscheiden sich erst im allerletzten Moment. Wenn das Ganze wirklich Taktik ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, damit aufzuhören. Ich glaube nicht, dass Vater bloß blufft.
Wahrscheinlich ist es ihm wirklich egal, was aus uns wird. Das sagst ausgerechnet du nach allem, was war? Helena, er spielt da drin mit dem Feuer. Noch einen Schritt weiter und dann war's das. Ja, und weißt du warum? Weil er eure Revierkämpfe nicht mehr ertragen hat. Die von dir, Tanja und Ansgar. Lass Sebastian in Ruhe. Er ist nicht derjenige, der auf der falschen Seite steht. Ludwig weiß, was er tut. Ihr müsst ihm vertrauen. Während wir kämpfen, glauben wir, es geht darum, wer die stärkeren Waffen hat. Wer mehr Macht hat, mehr Geld. Bitte. In Japan sagen wir, der Tag, an dem mein Entschluss fällt, ist ein guter Tag. Wohl wahr. Findest du nicht auch, Ansgar? Kommt ganz auf den Entschluss an, würde ich sagen. Und wer den Entschluss fällt? Wir denken, es geht um die Kraft, den Kampf bis zum Ende durchzuziehen. Glaubst du wirklich, du kannst auf all das hier verzichten? Glaubst du, du kannst es? Und erst ganz am Schluss, wenn wir verlieren, begreifen wir, dass wir das Wichtigste außer Acht gelassen haben. Nicht der gewinnt den Kampf, der die stärksten Waffen hat, sondern der, der bereit ist, am meisten zu opfern.